Der Einzelwettbewerb war nur Bonus. Ihr Augenmerk setzt Annabel Knoll auf das Wochenende. Für die Mixstaffel rechnet sie sich echte Chancen auf Edelmetall aus. Ich denke, wir sind mit für Favorit, weil wir einfach junge Athleten sind. Drei erfahrene, eine etwas unerfahrenere. Aber ich glaube, das macht vielleicht den Mix aus. Der Traum wäre, eine Medaille zu holen mit dem Team. Aber mal schauen, ob es ein Traum bleibt oder Wirklichkeit wird. Die Biologiestudentin ist aktuell die Nummer 132 der Weltrangliste. Unter anderem drei Ermüdungsbrüche haben sie zurückgeworfen. In den letzten zwei Jahren hat sich die 25-Jährige in Nürnberg wieder rangekämpft unter Papa und Trainer Roland. Mein Papa hat einen ziemlich großen Einfluss auf mich, denke ich. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja mein ganzes Leben lang. Er trainiert mich, seit ich denken kann, oder seit ich halt die Triathlon mache. Und somit ist er so ein bisschen der Gegenpol zu mir. Manchmal will ich ein bisschen zu viel und er holt mich dann wieder runter und ist dann der kühle Kopf, der dann sagt, okay, jetzt mach mal ein bisschen langsamer. Und dadurch denke ich, dass wir uns ja ziemlich gut ergänzen auch. Mit Jan Frodeno hat er schon einen Olympiasieger. Da, glaube ich, kann man nur von Erfahrung sprechen. Und ja, ich hoffe, dass er mir auch ein bisschen was mitgibt. Ich glaube, mein Weg hat ausgemacht, dass ich mir einfach nicht so viel Druck gemacht habe. Ich habe immer gekämpft und ich glaube, ich habe auch immer ein bisschen mehr kämpfen müssen als alle anderen, um irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, das hat mich einfach viel stärker gemacht. Und mal schauen, wo mich das dann hinführt. Erst einmal hat sie ihr Weg nach Tokio geführt, wenn auch auf Umwegen. Im Mai hat sie sich in einer internen Ausscheidung durchgesetzt und so das Ticket nach Japan gelöst. Ich hatte so ein bisschen den Kindheitstraum, so, oh ja, du fährst zu Olympia und zwar qualifizierst du dich ein halbes Jahr, ein Jahr davor und dann trainierst du da schön drauf ein Jahr lang und dann bist du darauf vorbereitet. Und dass es halt so zwei Monate vorher ist, ich glaube, da kann man sich gar nicht so wirklich drauf einstellen. In der Mixed-Staffel am Samstag hat Annabel starke Unterstützung. Mit Laura Lindemann, Justus Nieschlag und Jonas Schomburg warten namhafte Teamkollegen. Angefangen von Laura, mega viel Erfahrung, super erfolgreich. Ja, Jonas hat sich so gemacht in den letzten Jahren. Justus ist sowieso schon auch immer stark. Also ich denke, wir sind ein richtig gutes Team. Und ich glaube, wir haben auch gute Chancen, da irgendwas zu reißen. Die Olympiadebütantin im Team startet mit ordentlich Ehrgeiz, aber ohne Druck. Ich denke, es ist auch wichtig allgemein, dass man nicht mit Angst in das Rennen geht, zu sagen, okay, ich habe diesen Druck, wenn ich was falsch mache, dann sind alle böse auf mich. Natürlich hilft es schon, glaube ich, wenn du weißt, es stehen noch drei Leute hinter dir, die auch auf dich zählen. Und ich glaube, das gibt dir schon nochmal einen extra Push, zu sagen, okay, da bleibe ich jetzt doch noch mal dran oder da gebe ich jetzt noch mal mehr. Füreinander alles geben, dann winkt Edelmetall für das deutsche Gespann bei der ersten olympischen Mixed-Staffel der Geschichte.